Hallo meine Lieben, ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu der ersten Folge Johnnys Online Guiding. Und heute dreht sich alles um das Thema Stinger. Wie baue ich einen Stinger? Wofür brauche ich einen Stinger? Und wie hat der perfekte Stinger auszusehen? Natürlich gibt es viele Videos auf YouTube und auch auf meinen Guidings sehe ich von vielen Gästen sehr viele Stinger. Und das ist immer dasselbe. Quetschhülse und Haken, Quetschhülse ohne Schlaufe, fertig. Aber so hat kein richtiger Stinger auszusehen und auf Dauer hält es auch nicht gut. Ich werde euch gleich die Vorteile und die Nachteile von den Stingern hier zeigen und erzählen und hoffe, euch wird die erste Folge gefallen. Ich wurde ganz oft per E-Mail, per Facebook, auch über meine Homepage angeschrieben und zu zig Themen habt ihr mich durchlöchert. Und da habe ich mir gedacht, jetzt rufe ich mal einfach mal Johnnys Online Guiding auf und mache euch immer so Kurzvideos über alles, was mit Raubfischangeln zu tun hat. Ganz viele Themen, also es werden zig Folgen werden das werden. Und ich hoffe, ich werde alle eure Fragen beantworten. Und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los und fangen wir mal mit dem ganz einfachen Stinger an. Was brauche ich jetzt alles für den perfekten Stinger? Einmal Drillinge. Ich nehme nur zwei Drillinge. Entweder nehme ich die von der Firma Mustard oder vom VMC. In diesem Fall habe ich sie vom raubfischspezi.de VMC ganz günstig erworben. Schrumpfschlauch der Firma Würth. Feuerzeug. Quetschhülsenzange von der Firma Zepco. Stahl von Quantum Spezialist. Das Ultra Wire Leader 11 Kilo. Super dünn, super flexibel. Richtig gut. Quetschhülsen, Quick Clips, Schere, Gummifisch zum Anpassen. So, ich habe jetzt schon mal ein Stück Stahl abgeschnitten, also ganz normal. Die schneide ich mir ab, dann gucke ich, wie lang soll der Stinger werden. Dann passe ich das so ungefähr schon mal am Gummifisch an. Dann nehme ich eine Quetschhülse, ein Drilling. So, als erstes ziehe ich die Quetschhülse über das Stahl, das habe ich in diesem Fall jetzt schon gemacht. Dann nehme ich den Drilling, hänge ihn ein, Stahl durch die Quetschhülse. So, die Schlaufe lasse ich immer ein klein bisschen größer, dass er gut Spiel hat. Na, dass er schön Spiel hat auf jeden Fall. Nicht, wenn er zu eng ist, die Schlaufe, und der Fisch beißt, und dann verkantet er sich, dann hebelt er sich ganz leicht immer aus. Und mit dem Schrumpfschlauch kann man immer ein bisschen noch variieren. Dann quetsche ich die Quetschhülse einmal feste. So, viele würden das jetzt so lassen. Da hat man aber hier ein Stück, kleines Stück Stahl, was übrig guckt. Da kann man sich immer dran pieksen. Das franzt irgendwann auf oder die Schnur hängt sich mal zwischen das Eckstück, Endstück und den Stahl und der Quetschhülse. In dem Fall nehme ich einen Schrumpfschlauch. Ich nehme die von der Firma Würth, weil die sind recht günstig, die sind gut und die werden nach der Zeit nicht spröde, so wie andere. So, jetzt habe ich das Stück Schrumpfschlauch abgezogen. Und ziehe mir das über meinen Stinger einmal drüber. So, und jetzt kann ich variieren, wie groß soll die Schlaufe sein. Die Schlaufe kann ruhig kleiner sein, aber wenn der Fisch auf dem Stinger hängt, ist immer noch durch das Gummi ist das immer noch ein bisschen flexibel. So, dann nehme ich das Feuerzeug. Einmal heiß, nicht zu heiß, sonst geht das Gummi kaputt. Noch einmal, dass er sich rübersaugt, ab, fertig. Jetzt ist schon mal die Gefahr nicht mehr, dass der hier knickt. Weil meistens knicken die genau an der Quetschhülse, das kennt ihr bestimmt selber, knickt der ein und dann ist der schief, dann ist er schon leicht beschädigt, das Stahl ist schon geknickt und das ist auf jeden Fall nicht gut. Dann nehme ich wieder eine Quetschhülse. Und
die meisten von euch, die würden jetzt einfach Quetschhülse drüber, wieder einmal durch, festquetschen, fertig, auf den Jigkopf drauf und gut ist. Das Problem ist aber, jedes Mal, wenn ihr den wechselt, nach Zeit oder wenn ihr den jiggt oder vertikal angelt, wie auch immer, der reibt immer, der ist immer in Reibung mit der Öse vom Jigkopf. Und irgendwann ist das einfach beschädigt, dann franzt das langsam und irgendwann ist es einfach durch. Und dann kann man sich den Stinger abschneiden und mal neu machen. In dem Fall nehme ich wieder ein Stück Schrumpfschlauch, ziehe als erstes das Stück Schrumpfschlauch rüber. So, dann nehme ich die Quetschhülse, schiebe die rüber und jetzt nehme ich den Quickclip. Den Quickclip nehmen meistens Fliegenangler, um schnell ihre Fliege zu wechseln, um nicht andauernd eine neue Fliege dran zu knoten. Ich habe das vom Jürgen Willig und vom Oleg. Der Oleg und Jürgen Willig sind River to Sea Team Angler. Und die benutzen das mit dem Seaweed zum Fischen. Ich benutze das, ich habe mir das abgeguckt von den beiden, das sind meine Kumpels. Und ich benutze das, also ich habe mir dann gedacht, nimmst das mal für die Stinger. Ist doch eine super Idee und es ist einfach obergeil. Und ich zeige euch gleich auch warum. Also Quick-Click drüber. Quetschhülse drüber. Vorher den Schrumpfschlauch, habt ihr ja gesehen. Dann quetsche ich das einmal fester. Zap. Ziehe meinen Schrumpfschlauch drüber. So. Nimm Feuerzeug, einmal kurz heiß machen von allen Seiten und fertig. Jetzt habt ihr den perfekten Stinger. Hier kann nichts mehr einknicken, Schnur kann nicht mehr hängen bleiben, hier kann nichts mehr einknicken, Schnur kann nicht mehr hängen bleiben. Und der Quick Clip ist natürlich eine super geile Idee, weil ich kann den Stinger wechseln. Also ihr nehmt jetzt ganz normal euer Vorfach, hängt das hier ein mit einem Karabiner, Stahlflug, Carbon, wie auch immer. Und dann könnt ihr einfach den Quick-Click nehmen, hängt den ein, fertig, aus. Stinger rein, seht ihr, Stinger rein und super. Na? Und das ist doch eine super Idee. Jetzt könnt ihr 100 Mal den Quick-Click wechseln. Oh, muss man mal ein bisschen anstrengen. Ihr könnt ihn jedes Mal wieder wechseln und wieder dran machen. Es geht da nicht ganz gut. Zwar die Schlaufe über den Jig zu legen ist immer leichter, aber der Quick Clip ist einfach geiler. Perfekt. Und das ist der perfekte Stinger. Meiner Meinung nach. Man macht sich zwar ein bisschen mehr Arbeit, indem man Schrumpfschlauch drüber zieht und hier einen Schrumpfschlauch und vorne einen Quickclip. Aber die Sache ist, man ist viel flexibler. Klack, klack, rein, raus. Wenn du einen kürzeren, klack, muss man nicht immer Karabiner ab, drüber ziehen. Und der nächste Vorteil ist einfach, der hält einfach viel, viel länger. So, ich benutze meistens bei großen Ködern einen Stinger oder zu 95% beim Vertikalangeln benutze ich einen Stinger. Wieso muss ich überhaupt einen Stinger benutzen? Manchmal beißen die Zander so spitz nur, die packen nur einmal hier an. Normalerweise geht der Köder runter, der Zander kommt, saugt sich den Köder so ein und er merkt, es ist ein Fake und spuckt ihn wieder aus. Also er greift ihn, er beißt ihn nicht, er inhaliert ihn und spuckt ihn wieder aus. Es gibt aber Tage, da packen die den nur kurz und dann bleibt er auf den Stinger hängen. Der perfekte Stinger.
Klar wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, das ist nicht der perfekte Stinger. Aber für mich ist es einfach wichtig, am Wasser schnell zu sein, schnell den Stinger zu wechseln und mich 100% auf den Stinger zu verlassen. Clip raus, Clip rein. Perfekt. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Fisch zu verlieren, wenn man einfach zu faul war oder nicht darauf geachtet hat, dass vorne das kleine bisschen hier durchgeschwört ist. Und dann verliert man vielleicht den Fisch seines Lebens. Und so bin ich immer auf der sicheren Seite. Jetzt zeige ich euch mal zwei Videoszenen, wieso so ein Stinger wichtig ist. Eine Videoszene beim Vertikalangeln und eine Videoszene von meinem Kumpel Dirk Fastenau, mein Teamkollege. Mit dem war ich los und da haben wir 20 cm Gummis, Harry Marys, Pelagic und so weiter, haben wir auf Zander geworfen. Und bei den großen Gummis ist klar, dass meistens diese Standardzander alle auf den Stinger hängen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Videoszene und sag mal, wir sehen uns gleich. Ihr seht immer, wie knapp der auf den Stinger hängt. Der hängt ja, die hängen so knapp, hängen die beißen so knapp heute. Ah, ich verzweifle wirklich da, ne? Ich verzweifle. Den nehme ich noch nie mal aus dem Wasser, den kleinen Joe hier. So, weg ist er wieder. Santrino. Auf 20 cm Harry Mary, große Köder, rockt einfach, macht Spaß. Ich hoffe, euch haben die Videoszenen gefallen, ihr habt einiges mitgenommen. Und der ein oder andere Tipp war vielleicht hilfreich für euch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal geht es um das Thema Doppelstinger. Wie baue ich einen Doppelstinger und wofür brauche ich den? Wie baue ich ihn am besten und wie hat der perfekte Doppelstinger auszusehen? Dann verabschiede ich mich und sage bis die Tage.